Willkommen bei MTG Festival, dem Kanal rund um Magic the Gathering. Seit meinem Wiedereinstieg bei Magic the Gathering 2012. Ich habe damals gespielt bis Ende der 90er Jahre, allerdings nur Küchentücher. Ich war damals ein armer Schüler, hatte kein Geld, um mir großartig Karten zu kaufen. Leider hätte ich damals die Karten gekauft. Duellands, Moxes, durchaus damals noch sehr, sehr günstig im Vergleich zu heute. Ging es mir heute wahrscheinlich sehr gut finanziell gesehen. Damals, wie gesagt, Küchentisch-Magic ohne große Pipapo, es gab kein Netdecking. Dann Wiedereinstieg 2012, erstmal mit Drafts begonnen, daraus dann Karten gebastelt. Irgendwann stand dann das erste Boros-Deck, daraus wurde Burn relativ schnell. Lange Zeit gespielt, ein paar Jahre, dann seit über einem halben Jahr in Modern dabei. Dort natürlich auch gleich mit Burn weitergemacht, in Pauper in Burn. Und ich möchte heute eine kleine Präsentation starten, die sich mit Burn in Modern beschäftigt. Das Ganze richtet sich jetzt primär erstmal an Einsteiger in Modern, Einsteiger in Burn in Modern. Vielleicht ist auch der eine oder andere Tipp für jemand Fortgeschrittenes dabei. Falls ihr Vorschläge habt oder sagt, hier stimmt was nicht, einfach gerade kommentieren. Ich gucke dann, dass ich es überarbeiten kann oder ergänzen kann. Also es dreht sich rund um Burn. Brennen hat erstmal das Vorurteil weg, stupide zu sein, stumpf zu sein, Deck ohne groß nachzudenken. Ja, trifft größtenteils zu, gebe ich zu. Allerdings gibt es häufig Situationen, die sehr viel Fingerspitzengefühl erfordern und Erfahrung erfordern. Gerade um gewisse Karten bei gewissen Decks herumspielen zu können. Wir starten mal. Wie sieht's aus? Warum Burn spielen? Vorurteile und Wahrheit. Danach gehe ich weiter in eine Übersicht über die Farbkombinationen, die es insgesamt gibt. Dann gehe ich auf jede Kombination mal kurz ein. Ich werde keine Deckliste posten. So viel weg. Ich werde Karten, also den Kartenpool pro Kombination darstellen. Falls ihr Interesse habt, guckt nach bei MTG Goldfish, bei TC Decks, bei Tapped Out. Dort findet ihr zahlreiche Decks. Ich möchte da jetzt keine Deckvorschläge posten, da man sich selbst aus dem Kartenpool, der hier gezeigt wird, nach eigenem Gusto sich was zusammenstellen kann. Danach schauen wir uns kurz an, was für Decks und Karten es gibt, die etwas gegen Burn haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zu guter Letzt ein kleiner Ausblick, wie ist das Meta momentan, also Stand vor Dragons of Tarkir Anfang März 2015. Ich werde eine Karte vorstellen, wovon ich ausgehe, dass sie sehr starkes Play sehen wird in Modern Burn. Und dann war es auch schon für heute. Burn ist doch Burn, oder? Nein, ist es nicht. Es gibt zahlreiche Kombinationen. Meistens dreht sich bei jeder Kombination nur um eine Ergänzung von wenigen Karten, 4 bis 8 oder 4 bis 12 Karten, die hinzugekommen sind. Wie gesagt, das Vorurteil, Burn ist stumpf, Burn-Spieler können nichts. Falsch. Burn ist nicht umsonst Tier, häufig Tier 1 Deck. Es ist einfach sehr spielstark und es ist nicht nur so, dass ich jedem Burn-Spell dem Spieler einen Kopf haue. Häufig braucht jedes einzelne Deck, gegen das man als Burn-Spieler spielt, eine gewisse Strategie, sei es Infect, was kreaturenlastig ist oder zu, auch sehr kreaturenlastig, jedoch spiele ich als Burn-Spieler auf verschiedene Arten und Weisen gegen diese beiden Decks. Einfach weil die Strategie von ihnen eine ganz andere ist. Warum sollte ich denn Burn spielen? Einfache Antwort, es macht Spaß. Unheimlich viel Spaß. Es kann auf Dauer jedoch auch etwas langweilig werden. Diese Vorurteile treffen, wie gesagt, zu, nicht zu 100%, aber zu 80-90%. Und diese restlichen 10-20% sind die Prozentteile, die das Burn-Deck einfach unheimlich unterhaltsam machen zu spielen. Es ist im Vergleich zu anderen Decks relativ günstig. Bis auf die Mana-Base, wenn wir keinen Mono-Rot spielen, ist das Deck an sich, ich sag mal, mit Versandkosten, wenn man auf MKM allein die Preise betrachtet und die zusammenzählen, das ist günstiger, aber realistischer Preis ist einfach immer höher, Versandkosten, mehrere Händler. Ich denke mal, so mit 200 Euro ist man, 252 Euro schätzungsweise, dürfte man ein schönes Burn-Deck haben. Mono-Rot etwas günstiger. Warum man noch Burn spielen sollte, ist, wenn man einfach Spaß daran hat, schnell die Spiele zu beenden.
Ne? Häufig ist bei Turn 4, Turn 5 Endepeng. Dann wird für mich klar, das gewinne ich höchstwahrscheinlich nicht mehr. Oder der Gegner ist so gut wie tot oder ist bereits tot. Das ist unser Ziel. Schnellstmöglich den Gegner verbrennen, die Lightning Bolts an den Kopf feuern. Gelingt nicht immer. Manchmal ist der Kartengott dagegen, da sind wir flooded oder screwed. Manchmal ist der Gegner auch schneller. Bei Combo-Decks wie zum Beispiel Twin. Twin, was momentan sehr verbreitet ist. Die rot-blaue Variante für uns sehr, sehr unangenehm zu spielen. Es gibt nur wenig, was wir dagegen tun können. Wir können hoffen, dass wir schneller sind, beziehungsweise unser Gegner langsamer. Aber was für Burn mit Kombinationen gibt es denn? Wir haben das Monorot. Es ist sehr konsistent. Klar, jedes Land bringt uns was. Die Mana-Base ist sehr günstig. Damit habe ich angefangen in Modern. Schnell umgestiegen auf Rot-Weiß, weil es einfach zu öde war. Also Monorot Burn ist wirklich sehr öde, meiner Meinung nach. Es ist nur mein Eindruck. Mir ist niemand verunglimpfender Monorot spielt. Aber für mich war Monorot dann einfach doch etwas zu stumpf. Und es ist sehr unflexibel. Wir können gegen Verzauberungen gar nichts machen. Gegen Artefakte können wir natürlich was machen, aber wir können nicht situationsmäßig. Unser Sideboard ist relativ eingeschränkt. Rot-Grün. Dieses Grün bezieht sich nur auf vier Karten, nämlich Destructive Revelry. Wie besagt, es ist ein Instant, rotes und ein grünes Mana. Ich kann Artefakte und Enchantment zerstören und der Besitzer dessen bekommt zwei Schadenspunkte. Also hervorragend für Burn. Wir machen von ihm was kaputt und er bekommt Schaden. Das ist auch unser Ziel als Burn-Spieler, dass jede Karte, die wir spielen, auf irgendeine Art und Weise dem Gegner Schaden bereiten. Das heißt, alle anderen Karten, die keinen Schaden machen, sind für uns erstmal mit Vorsicht zu genießen, auch wenn sie auf den ersten Blick verlockend sind zu spielen. Nachteil, die Kosten für die Mana-Base steckt. Also wir brauchen Länder, wir brauchen Fetchlands, wir brauchen Shocklands. Allein dafür rechnet schon mal gerne mit 100, 150 Euro. Nur für die Mana-Base. In diesem Fall, dass wir vier Karten spielen können. Beliebt ist auch die rot-weiße Kombination Boros Burn. Unser Main- und Sideboard-Qualität erhöht sich dadurch immens. Wir bekommen mindestens drei bis vier Karten hinzu. Je nachdem, ob wir den Playset spielen, sprechen wir hier von 12 bis 16 Karten, die unser Deck verbessern können. Auch hier wieder allerdings. Die Kosten für die Mana-Base steigen an. Es ist am Anfang eine Hürde. Das war auch für uns lange Zeit eine Hürde einzusteigen bei Modern, weil die Mana-Base so teuer ist. Dadurch, dass natürlich die Fetchlands erstmal reprintet wurden, die Enemy-Color, stimmt es? Nein, stimmt natürlich nicht. Nicht Enemy-Color, sondern die freundschaftsbezogene Fetchlands wie Wooded Foothills. Dadurch war das Ganze erstmal bezahlbar. Wir kommen gleich dazu, was für Landkarten für uns interessant sind. Eventuell sehen wir in diesem Jahr, so höchstwahrscheinlich, sei es jetzt in Dragons of Tarkir, Modern Masters 2015, Magic Origins oder spätestens in dem nächsten Block Battle for Zendikar, werden wir die restlichen Fetchlands sehen, sodass sich auch da die Preise wieder etwas einpendeln in einen bezahlbaren Bereich. Shocklands. Ungefähr für einen Zehner pro Land momentan noch zu kaufen. Ich würde empfehlen, falls euch noch fehlen, kauft sie jetzt. Sie werden in nächster Zeit, nehme ich mal an, nicht mehr reprintet. Von daher soll man sich da einige zukaufen. Wenn die Mana Base mal steht, habt ihr nicht nur die Mana Base für das jeweilige Deck, sondern ihr habt die Grundvoraussetzung für viele weitere Decks. Wenn ihr sagt, ja, zwei Farben, alles schön gut, ich möchte drei Farben spielen. Dann bietet es sich an, wie hier zum Beispiel Naya Burn zu spielen. Auch hier wieder grün, rein allein für Destructive Revelry, sodass wir dann viele, viele, viele Karten gegen Artefakt haben, plus einige Karten für gegnerische Enchantments. Mana Base wird nochmal teurer, wir brauchen noch mehr Fetchlands, noch mehr Shocklands. Aber auch wieder hier, es ist eine Investition für weitere Decks, für Modern allgemein. Meine Lieblingskombination, Mardu Burn, Rot, Weiß und Schwarz. Vorteil, wir bekommen weiteren Lightning Bolt dazu mit Bump in the Night und wir bekommen interessante Tools im Sideboard. Schauen wir uns gleich an. Wir verlieren Destructive Revelry und die Mana Base ist auch wieder das Problem, dass es teuer wird. Revelry.
Jedoch ist. Ah, nee, dazu später mehr. Oder wir streichen Weiß komplett und machen nur Rakdos, also Schwarz und Rot Burn. Das gleiche wie in Madu Burn, Lightning Bolt, gute Tools im Sideboard. Allerdings haben wir nichts mehr in der Hand gegen Enchantment Cards. Es gibt einige Enchantments, die für uns sehr unangenehm sind. Da komme ich dann gegen Ende der Präsentation zu. Four Color Burn. Mehr Länder, sehr, sehr teuer. Es wird inkonsistent alles. Nicht jede Landkarte bringt uns etwas. Wir werden ausgebremst. Ein Albtraum für Burn. Burn muss schnell sein. Burn muss jede Runde, jede Karte, jede Hand etwas passieren. Wir haben allerdings das breiteste Spektrum an Karten, an Möglichkeiten, um mit dem Gegner zu interagieren. Ein Exot, der vor der letzten Banwelle stark verbreitet war, rot-weiß und blau, Thresher Cruise wurde gebannt, war hier in Modern sehr verbreitet. Also jedes Burn-Deck hatte vier oder drei, viermal Thresher Cruise dabei. Es war einfach stark. Uns geht das Benzin relativ schnell aus, wenn es blöd läuft. Mit Thresher Cruise ein blaues Mana, zack, drei Karten mehr auf der Hand. Und was höchstwahrscheinlich war das dann eine der Karten dabei, die wir noch gebraucht haben, um den Gegner zu brutzeln. Es kann momentan auch noch interessant sein, das zu spielen. Gegen Ende komme ich kurz darauf zu. Es ist ein Metagame-Schlupfloch, weil damit niemand rechnet. Oder die wenigsten. Es ist allerdings dann keine reine Burn-Shell mehr. Also, ja. Ich sag mal so, wenn man die Karte hat, die man dazu braucht oder haben sollte, kann man es durchaus mal probieren. Ich selbst habe es bisher noch nie gespielt, habe es nur mal gesehen. Fand ich jetzt nicht so prickelnd. Hauptkartenburn. Ich gebe jetzt mal keine Anzahl an Karten an. Ich werde sie hier doch erwähnen, da jeder Spieler eine gewisse Vorliebe hat. Einige Karten müssen als Vorauf gespielt werden, andere können variiert werden. Die Kreaturen. Goblin Guide, Monasteries Rift Spear und Eidolon of the Great River sollten, müssen auf jeden Fall viermal jeweils enthalten sein. Die brauchen wir immer. Es gibt noch den Grim Lavamancer. Der wird als 1, 2 oder 3 Mal gespielt. Wen ich hier vergessen habe, ist der Waxing Devil. Fällt mir gerade auf. Ja, sie kostet einen Mana, hat 4, 3. Wenn er ins Spiel kommt, hat der Gegner die Wahl zu sagen, okay, der bleibt liegen. Ist nett für uns. In der nächsten Runde haben wir einen 4-3er. Oder er sagt, nee, der soll verschwinden und dafür zahle ich 4 Lebenspunkte. Das ist eine Situation, die uns als Burn-Spieler überhaupt nicht schmeckt. Nämlich, wir dürfen oder wir sollten dem Gegner niemals die Möglichkeit lassen, Entscheidungen treffen zu dürfen für uns. Er sagt, er bleibt liegen. Nächste Runde Path to Exile, Lightning Bolt oder irgendetwas und unser Waxing Devil ist weg. Das heißt, wir haben eine Karte verschwendet. Und haben keinen Value generiert. Deswegen würde ich auch Waxing Devil keinesfalls empfehlen, den zu spielen. Das ist einfach, momentan ist er das Geld vor allen Dingen nicht wert. Lightning Bolt. Die Burn-Karte schlechthin. Der Prototyp für jegliches Burn. Viermal auf jeden Fall rein. Skullcrack ist so eine Meta, also es muss auf jeden Fall Skullcrack dabei sein, mindestens zweimal. Ich empfehle jedoch immer, viermal Skullcrack zu spielen. Es ist eine Metagame-Sache. Je nachdem, wie es bei euch ausschaut, könnte man auch überlegen, zweimal Main, zweimal Sideboard. Ich muss jedoch sagen, es sollte auf jeden Fall viermal im Mainboard drin sein. Searing Blaze oder alternativ Searing Blood, wobei ich Searing Blaze besser finde, gerade wenn man mit Fetchland spielt. Mindestens zwei bis dreimal und insgesamt im Sideboard auch als Vorauf dabei haben. Shardvolley. Es ist ein Bolt und vor allen Dingen ist es ein Instant. Und er kann auf Kreaturen und Spieler angewandt werden. Wir müssen jedoch ein Land opfern, um diesen Spruch zu sprechen. Das ist so eine Art Finisher-Film oder Notfallkarte. Als Vorauf würde ich es keinesfalls spielen. Also als ein- oder zweimal, da habe ich es jedes Mal im Deck, egal was für eine Kombination ich spiele. Hat mir schon sehr oft geholfen. Tolle Karte. Wie gesagt, ein- bis zweimal, alles andere ist meiner Meinung nach zu viel. Riftbolt. Setzt den Gegner gewissermaßen unter Druck, ist ein kleines bisschen Mindgame dabei. Der Gegner sieht, aha, nächste Runde kommt hier drei Schaden auf mich angeflogen. Soll ich die Kreatur spielen, dann macht das auf meine Kreatur. Es ist.
Immer interessant, wir können erste Runde Riftboat spielen, zweite Runde wird es dann durch das Suspend, also Suspend bedeutet, ich spiele es in der ersten Runde für ein Mana und es bekommt ein Suspend-Token drauf, ein Counter. In meiner nächsten Upkeep kommt ein Counter runter, wenn auf einer Suspend-Karte oder einer gesuspendeten Karte keine Counter mehr liegen, dann wird diese Karte, oder kann sich der Spieler, ist wichtig, kann sich der Spieler entscheiden, diese Karte zu casten. Wir haben hier nämlich eine May-Entscheidung. Steht hier nicht drauf. Allerdings, wenn wir diesen Trigger vergessen, dann ist die Karte nicht gecastet. Und das war's für uns. Das heißt, wir können uns überlegen, spielen wir sie? Interessant, gerade wenn wir einen Eidolon haben, der Gegner hat einen Eidolon draus, dann müssen wir die suspendete Karte nicht casten. Wir können sie einfach auch in den Friedhof legen. Lava Spike. Auf jeden Fall auch. Viermal im Deck, es ist leider nur ein Sorcery und leider nur Spieler anwendbar, aber für unsere Zwecke mehr als ausreichend. Das ist wie gesagt der Grundstock an Karten, die man als Burn-Spieler haben sollte. Am besten jede Karte als Playset, bis auf die beiden. Da reichen jeweils zwei bis drei. Kommen wir zur ersten Variante, Monorot Mainboard. Ihr seht, der Grundstock ist vorhanden. Goblin Guide, Monastery Rift, Eidolon, jeweils viermal. Grim Lavamancer kann man bei Mono Rot ruhig dreimal spielen und einige spielen noch die Kelten Marauders. Haben Vanishing 2, kommt Counter drauf. Sobald in jeder abgeben Counter runter, wenn die Counter weg sind, wird diese Kreatur geopfert. Und wenn sie ins Spiel kommen oder verlassen, fügen sie einem Spieler einen Schaden zu. Für unsere Zwecke genau richtig, wir können blocken, wir können angreifen nächste Runde. Sehr fein. Monorot spielt gerne Magma Jets, um einfach etwas zu wühlen in ihrer Bibliothek. Können reinschauen, Scry, zack, gucken, Länder brauche ich nicht, wir brauchen Burn Spells. Machen zwei Schaden, Flames of the Blood Hand, vier Schaden und Life Gain Verhinderung. Und Forked Bolt wird gerne gespielt. Token Decks sind weit verbreitet. Ein rotes Mana und ich kann zwei Tokens wegballern. Ist für uns etwas Value, da in der Regel die Token-Spieler eine Karte benutzen, um zwei bis drei Kreaturen zu produzieren. Durchaus in Modo-Rot vertretbar. Und als One-Off, als Land, zu den Ländern kommen wir gleich noch, wenn wir zu den mehrfarbigen Burn-Decks kommen. Kelten Megaliths kann farbloses zahlen und rotes und tappen, dann fügt es eine Kreatur oder einem Spieler einen Schadenpunkt zu. Als One-Off durchaus schön, weil es kommt getappt ins Spiel, sowas wollen wir niemals auf der Starthand haben. Als einziges Land, wir wollen schnell sein. Deswegen als ein- oder zweimal kann man mit reinmachen. Wie gesagt, ich selbst habe Monorot am Anfang gespielt, mir war es schnell, schnell, schnell zu öde. Deswegen bin ich weg, aber wir schauen uns dennoch das Sideboard kurz an. Es sind auch so Grundkarten für Sideboard hier jetzt schon vorhanden. Dragon's Claw, klar, natürlich. Live gehen für uns, jeder Spruch, den wir sprechen, gibt uns ein Leben. Wenn wir zwei Dragon's Claw draußen haben, dann stackt das Ganze. Mass Removal, Volcanic Fallout, Pyroklasm, Smash to Smithereens, auf jeden Fall mit rein, egal was für eine Farbe. Affinity ist stark verbreitet. Tron, gut, Pot natürlich ist nicht mehr. Gegen Mirror Matches, wenn der Gegner Dragon's Claw draußen hat. Auf jeden Fall 1, 2, 3 oder 4 Mal, je nach Farbkombination mitspielen. Leyline of Punishment, um Life Gain zu verhindern. Life Gain ist momentan im Meta einfach stark verbreitet. Siege, Reno, Kitchen Fink, Boggles, Soul Sisters. Lightning Helix im Mirror Matches. Finde ich eine tolle Karte. Wenn ich sie auf der Standhand habe, kann ich sie einfach kostenlos ausspielen, bevor das Spiel losgeht. Damage can be prevented, da komme ich gleich noch dazu. Combust. Gegen Twin. Auf jeden Fall eine tolle Karte. Wir können den Exarch von denen brutzeln damit für ein rotes und farblos. Und wichtig, es kann nicht gecountert werden. Und Molten Rain sollte man auch immer Mainboard, im Sideboard drin haben, um gegen Tron erstmal auszubremsen. Tron kann uns relativ schnell, vor allem rot-grün Tron, relativ schnell hinderlich werden. Dadurch können wir es etwas ausbremsen oder auch Scape Shift. Wenn wir sagen, nee, Monorot ist uns zu langweilig, dann können wir Multicolored gehen.
Dadurch ändert sich natürlich etwas, nämlich unser Geldbeutel nimmt ab, während unsere Länder zunehmen. Optimal, unabhängig von der Farbkombination, sind 10 bis 12 Fetchlands. Spiele ich zweifarbig, also sollte man schon 10 drin haben. 8 ist auch in Ordnung, 10 ist besser. 12 könnte vielleicht zu viel des Guten sein. Dreifarbig sollte man seine 12 Fetchlands haben. Maximal 2 Shocklands pro Sorte. Wenn ich Rot, Weiß spiele, dann zweimal Sacred Foundry. Mehr auf keinen Fall. Wenn ich dann noch Grün mit Splashe für Destructic Revelry, dann einmal Stomping Ground mit ins Mainboard. Es gibt Decklists, die hauen dann das Stomping Ground ins Sideboard mit rein. Bin ich ehrlich gesagt kein Fan von, ein Land im Sideboard zu spielen. Kann man ruhig im Mainboard spielen. Und ganz wichtig noch, Basic Lands, nur Mountains. Nicht denken, ich mache noch ein Plane mit rein, das kann ich ja dann mit meiner Arid Mesa fetchen. Dann zahle ich keine 2 Leben. Brauchen wir nicht. Leben ist uns total egal, unser eigenes. Wir hauen hier unsere Fetchlands und Shocklands raus. Nämlich, wenn wir eine Hand haben, überlegt mal, wir haben vielleicht jetzt nur ein Land und das ist auch die Plane. Das ist für uns sehr, sehr ärgerlich. Deswegen keinesfalls andere Basic Lands außer Mountain spielen. Die erste Multicolored Version ist Rot-Grün-Burn. Und hier, wie gesagt, nur wegen dieser einen Karte, Destructive Revelry, die im Sideboard gespielt wird, viermal, dass es auch lohnt. Dadurch ändert sich unsere Mana-Base. Wir brauchen Wooded Foothills mindestens viermal. Plus eine weitere Fetchland-Sorte wie Arid Mesa, Scalding Tarn oder Bloodstained Mire. Wooded Foothills und Bloodstained sind momentan relativ günstig zu bekommen, um die 10 Euro. Scalding Tarn, das teuerste Fetchland von allen, um die 40. Arid Mesa um die 20. Ich würde euch empfehlen, holt euch viermal das. Und dann könnt ihr euch noch überlegen, 2 andere Fetchlands zu kaufen, die rot fetchen können. Das ist Rot Grid Burn. Destructive Revelry ins Sideboard. Die Länder ins Mainboard. Dünnt auch etwas die Bibliothek aus. Und ihr habt etwas mehr Flexibilität nach dem Boarden. Rot-Weiß wird die ganze Sache schon etwas interessanter. Nämlich wir bekommen 2 sehr, sehr starke Karten hinzu. Den Borstcharm und Lightning Helix. Borstcharm, für 2 Mana können wir einem Spieler 4 Schaden im Kopf hauen. Borstcharm spielen wir zu 99% wegen dieser Funktion. Dass unsere Permanents unzerstörbar werden, ja, kann in seltensten Fällen mal nützlich sein. Double Strike ist uns auch relativ egal. Gegen Ende komme ich nochmal dazu, wann in welcher Situation Double Strike mal nützlich sein kann. Aber wie gesagt, 99% der Fälle nehmen wir die erste Option, nämlich 4 Schaden mit Gegnern Kopf knallen. Lightning Helix, ein etwas besserer Lightning Bolt, aber auch teurer Lightning Bolt und vor allem Multicolored. 3 Schaden, 3 Leben bekommen. Instant. Borstcharm sollte man viermal drin haben. Lightning Helix. Auch auf irgendeine Art und Weise im Deck 3 bis 4 Mal, entweder zweimal im Main, zweimal im Sideboard oder direkt ins Mainboard als bevor das Playset. Ansonsten ändert sich Mainboard-mäßig wenig, wenn wir uns entscheiden, Rot-Weiß zu spielen. Sideboard allerdings tut sich einiges. Die oberen 4 Karten kennen wir bereits. Das sind so Standardkarten, die man drin haben kann. Smash und Molten Rain auf jeden Fall. Relic, ja. Empfehlung ist auch ein oder zweimal drin zu haben. Leyline of Punishment ist in meinem Meta sehr stark, da es einige Bocklet-Spieler gibt und Soul Sister-Spieler. Ihr könnt es je nach Meta natürlich anpassen. Was ihr drin haben solltet, ist Wear and Tear. Sehr tolle Karte. Allerdings trifft hier der Nachteil zu, den ich eingangs erwähnt habe. Es ist eine Karte, die keinen Schaden macht. Das heißt, wir spielen die Karte, wir machen was kaputt. Aber wir machen nicht über Destructive Revelry 2 Schaden. Dafür können wir, wenn es mal vorkommen sollten, in einer Karte ein Artefakt und ein Enchantment zerstören. Denkt dran, spielt ihr im Mirror Match und der Gegner hat Eidolon draußen, könnt ihr mit der Tear-Funktion des Eidolon auch zerstören. Es ist eine Verzauberungskreatur. Wenn ihr weiß spielt, kommt der Ersatz für Dragon's Claw rein. Ihr wisst, dieses Artefakt, was ein Leben pro roten Spruch gibt, nämlich den Core Firewalker. Hat Schutz für Rot, 2/2 und immer wenn ein Spieler einen roten Spruch spielt, können wir ein Leben bekommen.
Etwas blöd, es kostet zwei weiße Mana, das heißt, wir müssen zwei Fetchlands spielen, um unsere zwei Sacred Frown Tree rauszuholen. Ist in der Regel machbar, deswegen die hohe Anzahl an Fetchlands, die wir spielen sollten, dass wir auch alle Karten, wenn sie denn spielbar sind, hier in Turn 2 auch spielen können. Deflecting Palm. Anfang etwas belächelt. Talk to the Hand. Diese Karte soll man nicht unterschätzen. Gegen Rot-Grün Dron. Emrakul greift an. Ich spiele Deflecting Palm. Der Gegner bekommt Schaden. Oder gegen Bockels in meinem Fall. Irgendwelches zigfach verzauberte Viech kommt her. 3-3. 13-13. Schaden wird verhindert. Gegner bekommt Schaden. Spiele ich gerne zweimal im Sideboard, lasse ich auch drin. Leyland of Sanctity. Sanctity. Je nachdem. Diese Karte gegen die zu spielen als Burn-Spieler ist einfach ekelhaft. Wir lassen sie drin aus zwei Gründen. Einmal Mirror Match. Genauso wie wir es hassen, dagegen zu spielen, hassen es auch andere Burn-Spieler. Und man kann sich auch überlegen, gegen Chant reinzumachen. Das heißt, wir können kein Ziel von Karten-Removal werden, wobei es natürlich auch wieder fraglich ist, da Thoughtseize in der Regel rausgeboardet wird, aber Inquisition, Duras und die Liliana, die sind natürlich dann erstmal, wenn wir unsere Leyland draußen haben, nutzlos. Sie ist relativ teuer, ich glaube um die 15 Euro. Playset natürlich auch wieder hier sehr teuer. Sollte man jedoch versuchen, als Playset zu spielen. Ich habe sie als Two-Off und hat mir schon öfters mal den Allerwertesten gerettet. Unterste Reihe, Karten, die im Mainboard drin sind. Je nachdem, wie ihr Mainboard spielt, solltet ihr im Sideboard das Playset auf irgendeine Art und Weise annähernd voll machen. Naja, Burn. Hier, Mainboard wie bei Boros Burn von eben, rot-weiß, gehe ich gar nicht näher drauf ein. Die Karten sind bekannt von eben. Im Mainboard ändert sich nur einmal was, nämlich Destructive Reverie kommt hinzu. Im Mainboard denkt dran, ihr braucht ein Stomping Ground. Das ist die einzige Änderung im Mainboard. Im Sideboard Destructive Reverie. Das heißt dann, ihr habt Smash to Smithereens, Wear and Tear in Destructive Reverie, um mit Verzauberungen oder Artefakten umgehen zu können. Kann man sich überlegen, Wear and Tear komplett rauszuhauen, sodass wir diese beiden Karten, Smash und Destructive, drin haben. Machen Artefakt bzw. auch hier ein Enchantment kaputt und hauen dem Gegner noch Schaden rein. Ansonsten wie bei Boros. Madu Burn. Rot, Weiß und Schwarz. Die Burn-Shell, die ich gerne spiele. Wir bekommen einen weiteren Lightning Bolt auf Sorcery-Basis in der Form von Bump in the Night. Schwarzes Mana, 3 Schaden mit Flashback. Flashback werden wir nur in den seltensten Fällen die Möglichkeit haben zu spielen. 6 Mana, 6. Runde. So weit kommen wir eigentlich gar nicht. Und als Land, hier eine Ergänzung, Black Cleave Cliffs, kommt ungetappt ins Spiel, wenn wir zwei oder weniger Länder draußen haben. Genau optimal für uns sollten wir es in der dritten Runde ziehen, in der vierten Runde haben wir bereits 3 Mana. Ob dann das vierte Land kommt, ist uns meistens relativ egal. 3 Mana ist das, was wir brauchen. Wenn das kommt in der vierten Runde, ist es okay. In den ersten drei. Deswegen auch nicht diese Checkland spielen, die nur dann ungetappt kommen, wenn wir das jeweilige Land, wie zum Beispiel jetzt im Clifftop Retreat, das kommt nur dann ungetappt ins Spiel, wenn wir bereits einen Mountain oder eine Plains draußen haben. Black Cliff Cliffs kann als One-Off oder das einzige Land in der Stadthand sein und wir können sie spielen und es kommt ungetappt. Genau das, was wir wollen. Bei Madu kommen jetzt einige Tools hinzu. Nämlich Rakdos Charm. Ich liebe diese Karte. Sie ist so vielfältig einsetzbar. Wir können in Graveyard exilen. Gegner spielten Snapcaster. Wir exilen den Friedhof. Gegner spielt Living End. Wir exilen den Friedhof. Delph, Tarmogoyf ist draußen. Oder man weiß immer, Delph, der Gegner mag. Wir wissen genau, der Gegner spielt nächste Runde Tarsegur. Wir machen Rakdos Charm nochmal. In seiner Upkeep eventuell. Oder Tarmogoyf ist draußen. Wir exilen den Friedhof und der Tarmogoyf schrumpfen wird für uns handelbar. Und Rain of Gore als Alternative zur Leyline. Kostet weniger, wir müssen sie nicht auf der Stadthand haben. Ich bevorzuge trotz einem Leyline of Punishment, da
Sie wirken auf den ersten Blick erstmal identisch. If the spell or ability would cause its controller to gain life, that player loses that much life instead. Jein. Ist natürlich interessant. Gegen Bogarts, er wird dann wahrscheinlich gar nicht mehr angreifen, da jedes Leben, was er bekommt, im Leben runterzieht. Es lässt mir auch wieder eine Art der Möglichkeit, selbst Entscheidungen treffen zu können, während es hier einfach heißt, nein, vergiss es, du bekommst überhaupt nichts. Und Schaden kann nicht verhindert werden. Wir spielen Mirror Match. Der Gegner hat Core Firewalker draußen. Wir unseren Goblin Guide. Wir greifen an, er blockt, Goblin Guide ist tot, Core Firewalker lebt. Wir haben Leyline of Punishment draußen. Oder spielen Skullcrack. Greifen an mit unserem Goblin Guide. Er blockt. Oder wir spielen nach der Deklaration des Blockers unseren Skullcrack. Skullcrack besagt. Damage can't be prevented this turn. Schutz vor Rot zieht zwar, allerdings der Schaden, den der Goblin Guide macht, wird verrechnet. Nämlich der Schaden wird durch Protection vom Rot nicht verhindert. Dank Skullcrack, dank Leyline. Deswegen meine Empfehlung, spielt lieber Leyline of Punishment. Wenn dann als Vor-Off, sie ist nicht teuer, ein paar Cent. Wenn ihr ein verbreitetes Meta habt in Sachen Life Gain wie Boggles, Soul Sisters oder ein starkes Burn-Meta. Die beiden Karten kann man dann sagen, schmeißen wir raus, da sie nicht mehr ganz so einfach castbar sind, wenn wir drei Farben spielen, da sie jeweils zwei weiße Mana verlangen. Wenn ihr sagt, nee, die Mana-Base ist mir alles zu teuer oder dreifarbig ist nicht euer Ding, kann man auch Rakdos Burn spielen, ändert sich erstmal im Mainboard wenig und im Sideboard wird uns die Entscheidung relativ einfach gemacht, nämlich alles was weiß ist fliegt raus, der Rest kommt rein. Wir können auch hier jeweils immer auf Monorot blicken, schielen, gucken, was spielen die, wie können wir noch unser Sideboard eventuell etwas ausbreiten. Für die Verrückten unter euch, 4-Color-Burn. Im Mainboard sollte man kein Grim Lamamancer spielen, da wir einfach die Anzahl an Länder etwas erhöhen müssen. Wir spielen in der Regel so 18 bis 20 Länder. Hier soll man dann schon 20 Länder spielen oder 21. Ist für Burn auch wieder doof. Shardvolley versteht sich von selbst. Wir wollen unsere Länder, die wir unbedingt brauchen, nicht kaputt machen. Deswegen tun wir einfach die Karten raus. Grim Lamamancer, wie gesagt, ist kein Muss für einen Burn. Ich habe es lange Zeit ohne gespielt. Nachdem Treasure Cruise rausflog, was ja Delph-abhängig war, kann man Grim Lamamancer wieder spielen. Es ist gegen Infect, was momentan verbreitet ist, sehr stark, gegen Affinity sehr stark. Wir bekommen natürlich ein sehr breites Spektrum als Sideboard. Hier fehlt leider jetzt der Rakdos-Charm, wie ich gerade sehe. Der kommt noch hinzu, das heißt, wir haben mit 4-Color Burn das breiteste Spektrum an Tools im Sideboard, aber auch die Zuverlässigkeit der Sachen der Mana-Basis nimmt deutlich ab. Ein kleiner Exot, Jeskai Burn, war vor dem Treasure Cruise Ban am verbreitet. Jeder hatte Rot-Weiß-Blau gespielt aufgrund dieser Karte, Treasure Cruise. Nachdem wir unsere Hand leergeballert haben, kam Treasure Cruise, haben mit drei Karten aufgefüllt. Das reichte meistens, um den Gegner dann den Gnadenstoß zu geben. Wurde gebannt, kann man nicht mehr spielen, darf man nicht mehr spielen in Modern. Die einzige Karte, die Blau noch hin und wieder, also wirklich hin und wieder, vom hin und wieder anzutreffen ist, Gitaxian Probe. Ja, gut. Ist eher ein Exot. Im Sideboard trifft man dahingehend Geist of St. Draft und Swansong. Das ist dieses Metagame-Schlupfloch. Kaum einer rechnet nach dem Boarden, dass Burn Geist of St. Draft spielt. Es war, als Treasure Cruise noch legal war, mehr verbreitet, denn jetzt, wenn wir zum Beispiel einen Steaming Wands spielen, das rotes und blaues Mana generieren, dann weiß der Gegner gleich, was spielt denn der? Der spielt irgendwas Merkwürdiges. Und wird dann, auch wenn er sich etwas mit Burn und dem Meta von Burn beschäftigt hat, Geist of St. Draft auf der Rechnung haben. Deswegen, meiner Meinung nach, eine nette Spielerei, wenn man die Karte mal hat zum Testen. Ich würde es jedoch nicht empfehlen, die Karte extra dafür zu kaufen. Joker Cards. Gitaxian Probe und Mutagenic Growth. Beides mit Phyrexian Mana bezahlbar.
Das heißt, ich kann entweder bei Get Hexen Probe ein blaues Mana zahlen um 2 Leben oder hier ein grünes Mana oder 2 Leben. Get Hexen Probe trifft man so gut wie nie. Mutagenic Crow trifft man häufiger als so gut wie nie. Wir können damit entweder erste Runde Monastery Swift Spear, Mutagenic Crow bekommt plus 2, Prowess triggert, bekommt nochmal plus 1, erste Runde 4 Schaden. Ist eine feine Sache. Oder wir können damit unsere Karten, wie zum Beispiel das Eidolon, schützen. Der Gegner boldet das Eidolon. Wir machen Mutagenic Crows drauf, bekommen 2 Schaden durchs Eidolon, aber unser Eidolon besteht weiter. Das Eidolon ist für den Gegner sehr, sehr, sehr ekelhaft. Wenn das mal liegt, das wird schnellstmöglich Removal fressen. Es ist seinen Zweck damit getan. Es macht mindestens 2 Schaden, häufig sogar 4 oder 6 oder ganz, ganz, wenn wir etwas Glück haben, 8 Schaden. Wenn wir noch angreifen können mit Mutagenic Crow, können wir diese Wahrscheinlichkeit erhöhen. Wir spielen das auch ohne grüne Mana generieren zu können. Diese 2 Schaden nehmen wir gerne in Kauf. Also falls ihr sagt, ihr würdet gerne das spielen, ihr müsst dafür keinen Stomping Ground reinhauen. Wenn ihr natürlich Rot-Grün spielt oder Rot-Weiß-Grün oder Rot-Schwarz-Grün und habt bereits Stomping Ground drin, bietet es sich an, das zu spielen. Es gibt noch mehrere Varianten. Es gibt dieses Phyrexian Zoo, was aus Burn und Zoo besteht und Getaxian Probe, Mutagenic Crow, Gutshot. Es gibt noch, ja, Delver gibt es eine eher counterlastige Variante oder eine burnlastige Variante. Es sind allerdings alles im Endeffekt Spielereien, die ganz nett sind, aber kein Tier-1-Status mehr haben. Das heißt, wenn ihr Burn spielen wollt, nehmt eins der hier vorgestellten Shells, Varianten und das andere sind Spielereien. Testet es dann auch gerne mal aus. Sie machen Spaß, das auf jeden Fall. Das sorgt für überraschte Gesichter. Auf großen Turnieren will ich es nicht spielen. Auf FNM kann man es gerne mal probieren. Wie gesagt, meine Meinung, euer Spiel, euer Meta sieht höchstwahrscheinlich anders aus. Natürlich, wo auch Licht ist, gibt es auch Schatten. Burn ist verbreitet, weil es günstig ist, weil es relativ einfach im Vergleich zu manch anderen Decks spielbar ist. Ist einfach so. Deswegen werden wir auf ziemlich viel Hate treffen. Hate-Feind Nummer 1 ist Life-Gain. Life-Gain durch Auric Champion, Life-Gain durch Corefire Walker, Life-Gain durch Kitchen Finks, Siege Reno oder auch Decks wie Bockels. Bockels können wir theoretisch schon aufgeben, wenn der Gegner Bockels spielt, sagen wir alles klar. Wir schenken uns die 45 Minuten, ich gehe erstmal einen trinken oder sonst wie. Es ist einfach momentan. Burn war sehr stark verbreitet. Viele Sideboards wurden extra gegen Burn gestaltet. So sieht es momentan aus. Das heißt allerdings auch, dass es viele andere Decks gibt, die momentan auf relativ wenig Sideboard-Hate stoßen. Und das Ganze wird sich wieder drehen. Die werden stärker in den Fokus rücken. Burn rückt wieder außerhalb des Fokus und dann können wir wieder zuschlagen. Die oberen drei Karten sind in Mirror-Matches gerne anzutreffen, vor allem die ersten beiden, aber auch in Soul Sisters oder alles, was weiß spielt. Treffen wir häufig auf Leyline und Auric Champion und Core Firewalker. Die unteren 5 Karten treffen wir momentan auch sehr stark. Enchant jeglicher Art. Kitchen Finks, Siege Reno, Spellskite. Spellskite ist für uns auch sehr ekelhaft, deswegen auch diese Artefakt-Hate im Sideboard, diese stark verbreitete Artefakt-Hate, um gegen Spellskite gewappnet zu sein. Nämlich nahezu jeder Spruch, den wir spielen, wird auf Spellskite umgelenkt und wir verlieren eine Karte. Inquisition of Kozilek und Durres sind auch für uns sehr unangenehm zu spielen, da unsere Hand zerpflügt wird, der Gegner. Erste Runde Inquisition, zweite Runde Durres, dritte Runde Liliana und wir haben schon 3 Karten weniger. Bis dahin haben wir insgesamt 10 Karten gesehen, lassen wir 3 Landkarten sein, sind 7, 3 gehen weg, bleiben 4 Karten übrig. Mit 4 Karten machen wir bestenfalls, wenn es 4 Borrowed-Charms sind, 16 Scha 12 Schaden. Oder 16 Schaden, je nachdem, was für ein Spruch, ob wir Bowls oder Borrowed-Charms haben, 12 bis 16 Schaden. Nicht genug, um den Gegner zu töten. Da müssen wir gewappnet sein. Kitchen Finks bleibt uns nichts anderes übrig, als es zu brutzeln. Einige spielen mittlerweile auch, die Karte hatte ich jetzt gar nicht erwähnt, wenn wir an die Proto denken, spielen im Sideboard Path to Exile.
Es ist so eine Meta-Sache wieder. Auf unbekanntem Turnier würde ich es wahrscheinlich momentan auch ein oder zweimal mitnehmen. Es ist allerdings gegen meine Philosophie des Burns. Wenn ich etwas wegmache, dann soll es verbrennen und nicht exiled werden und der Gegner darf noch eine Landkarte rausholen. Jedoch ist es eine starke Karte, die gerade mit Kitchen Finks oder Citrine umzugehen weiß. Wir haben relativ wenig oder so gut wie gar nichts gegen Citrine, außer zwei Karten rauszuhauen und der Gegner bekommt Life-Gain. Die Matchups. Ich habe mir überlegt, soll ich so eine kleine Auflistung machen. Habe mich dagegen entschieden, aus dem einfachen Grund, da einfach sich vieles zu schnell ändert. Das heißt, wenn ich jetzt hier was angebe, dieses und jenes Deck ist gut für uns, für unser Matchup ist ein das sind wir Favorit. Und im halben Jahr sieht es anders aus und er schaut das Video und heißt, guck mal, der MTG Fizz hat gesagt, das wäre ein gutes Matchup für uns. Und dann hat sich es dahingehend verschoben, dass es eigentlich gar kein gutes Matchup mehr ist. Generell keine guten Matchups für uns sind Decks jeglicher Art, die Life-Gains produzieren, wie Buckles oder Soul Sisters. Momentan Rot-Blau-Twin ist auch sehr schwierig für uns. Chant, ja, würde ich sagen, 50-50 Sache. Zu und Merfolk und Affinity sehe ich uns leicht vorne. Je nachdem, wie schnell oder ja, also bei einem durchschnittlichen guten Kartendraw sehe ich uns leicht vorne. Momentan, wie gesagt, Stand März 2015. Was gibt's noch? Amulett. Ja, Amulett ist halt ein Combo-Deck, wie Storm, alles drumherum und Scape Shift. Wir müssen schnell sein. Infect sieht relativ düster für uns aus. Hier der Tipp: Tötet seine Kreaturen. Also normalerweise tötet man die Kreaturen des Gegners in der gegnerischen Zug. Bei Infect sollte man es im eigenen Zug machen, sodass er dann seine Pump-Spells in unserem Zug verschwendet, um die Kreatur zu schützen und nicht um uns mit Infect zu killen in seinem Zug. Ist trotzdem ein schweres Matchup für uns gegen Infect. Ausblick. Nach Treasure Cruise. Sasa Burn. Wenig Burn Hate. Deswegen wurde Burn. Das soll heißen, nach Treasure Cruise Ban gab es wenig Burn Hate. Nicht nach Treasure Cruise Burn, sondern nach Treasure Cruise Ban gab es erstmal wenig Burn Hate. Delver und Burn waren stark vertreten. Alles, was gut gegen Delver ist, war meistens gut gegen Burn. Delver war durch Treasure Cruise sehr stark verbreitet. Treasure Cruise fiel weg, Delver ging zurück, die Burn-Cards gegen Delver und somit auch gegen Burn gingen stark zurück. Burn wurde stark. Also hat das Meta sich wieder stark gegen Burn verschoben. Und deswegen ist momentan Stand pre-Dragons of Tarkir, Stand Anfang März, das Burn-Meta oder das Meta für Burn nicht zu unseren Gunsten. Es verschiebt sich wieder. Wie gesagt, es werden andere Decks, wie zum Beispiel momentan dieses Sultai Control Deck, auftauchen oder andere verbreiten sich. Und die 15 Karten im Sideboard werden ersetzt durch Hate gegen diese Decks. Und der Burn-Hate nimmt ab. Danach können wir wieder zuschlagen. Deswegen meine Vermutung nach Dragons of Tarkir wird sich das Meta zugunsten Burns wieder verändern. Und dann ist wieder unsere Zeit gekommen. Deswegen auch mein Tipp, wenn ihr Burn spielt, habt immer noch ein zweites Deck in der Hinterhand. Burn kann man leicht aushaten. Ihr müsst gucken, wie es jetzt momentan aus. Kann ich dagegen was machen mit meinem Burn-Deck oder kann ich dagegen nichts machen? Kleiner Ausblick auf Dragons of Tarkir. Diese Karte liebe ich jetzt schon. Diese Karte wird auch, nehme ich an, noch preislich steigen. Ich werde mir vier vorbestellen. Die kosten momentan um die 3 bis 4 Euro. Ich gehe davon aus, dass die Karte stark steigen wird im Preis. Denn sie sind für Burn. Ich nehme an, dass Mardu Burn, also Rot-Weiß-Schwarz, so gut wie nicht mehr auftauchen wird und sich alles nur auf Rot-Weiß-Grün oder Rot-Schwarz-Grün fixieren wird. Nämlich gerade die ersten beiden Optionen. Der Gegner bekommt kein Leben und jeder Gegner bekommt 3 Schaden. Ist super. Einmal ist es ein Ersatz oder eine Ergänzung zu Skullcrack. Wir können Life-Gain verhindern. Und wenn der Gegner Leyline of Sanctity draußen hat, kriegt er trotzdem seine 3 Schaden, weil wir ihn nicht antargeten. Auch, dass wir eine zusätzliche Landkarte spielen können. Auch eine tolle Sache für uns. Dadurch können wir Landfall von Searing Place triggern lassen. Die letzte
Option ist wahrscheinlich wie beim Borscham. Sie nützen uns in einem von 100 Fällen oder in zwei von 100 Fällen, ist jetzt mal nützlich, ansonsten eher weniger. Aber für zwei Mana so eine, ja, starke Karte und situationsanpassbare Karte ist immer eine feine Sache. Ich gehe davon aus, dass es die erste grüne Karte wird oder Multicolored mit Grün, die im Mainboard in Modern Burn Play sehen wird, abgesehen von Mutagenic Growth mal ab. Deswegen meine Vermutung, Rot-Weiß-Grün, Rot-Schwarz-Grün wird die neue Burn Shell sein. Und damit sind wir auch beim Ende dieses Videos angelangt. Zusammengefasst, denkt einfach daran, wenn ihr Burn spielen wollt, spielt Burn. Lasst euch nicht von den anderen runtermachen, wenn sie sagen, oh, guck mal da, ein Burn-Spieler, der kann nix. Das ist dummes Gelaber. Burn ist durchaus ein einfach zu spielendes Deck, aber es zu meistern, das ist ein langer und steiniger Weg. Es sind die Feinheiten bei Burn, die spielentscheidend sind. Es ist meistens ein einziger Zug, eine Karte, die falsch gespielt, der die Niederlage bedeutet. Es macht durchaus Spaß. Ich momentan nehme allerdings eine kleine Burn-Pause momentan. Ich spiele Schwarz-Weiß-Token. Habe mich einfach satt gespielt mit Burn. Ich werde allerdings nach Dragons of Tarkir hier auf jeden Fall entweder höchstwahrscheinlich Naya-Shell nutzen, also Rot, Weiß und Grün mit Atarkas Command. Freue ich mich drauf. Für heute jedoch erstmal genug Magic. Morgen Abend hoffe ich zumindest ein kleines Live-Game endlich mal online zu bringen. Gestern Abend hatten wir Tiny Leader Format. Allerdings waren wir zu viele Leute, als dass wir hätten eine Kamera sinnvoll einsetzen können. Es war weder vom Licht noch von der Spielfläche einfach gegeben, da was aufzunehmen. Hole ich nach, versprochen, kommt bald demnächst mit etwas Glück am Dienstag, spätestens Mittwoch sollte dann, wenn es denn zum Live-Gehen kommen sollte, morgen Abend, wenn es kommt, wird die Kamera bereitstehen. Also, schönen Sonntag euch da draußen, viel Spaß beim Nerden, haut rein!